Hier geht es jetzt mit einem ganz anderen Thema weiter. Das Tierheim Süderstraße, das kümmert sich seit vielen Jahrzehnten um herrenlose Tiere in Not. Jedes Jahr nimmt der Tierschutzverein tausende Tiere auf, die abgegeben, ausgesetzt oder beschlagnahmt wurden. Nun ist der Verein selbst in Not geraten, denn das Tierheim platzt jetzt schon aus allen Nähten. Dazu kommen Probleme mit den Gebäuden. Die sind nämlich mittlerweile ziemlich marode. Das alte Katzenhaus, das wurde zum Beispiel vor anderthalb Jahren schon dicht gemacht. Und wie die aktuelle Situation aussieht und ob es einen Hoffnungsschimmer für das Heim und seine Tiere gibt, haben wir uns mal angeschaut. Lange Setzrisse in den Wänden, rotes Flatterband vor den Türen, tiefe Löcher im Estrich. Wer vorsichtig einen Blick ins Katzenhaus wirft, sieht das ganze Ausmaß des Schlamassels. Die Grundmauern können zwar zum Glück stehen bleiben, alles andere aber muss saniert werden. In einer Hauruck-Aktion wurden die Katzen im Spätsommer 2021 evakuiert. Seitdem sind sie provisorisch untergebracht. Uns fehlt die gesamte Katzenquarantäne und die gesamte Katzenkrankenstation. Das heißt, wir haben jetzt in einem einzigen Haus gesunde und kranke Katzen nebeneinander untergebracht. Das ist ein hohes Risiko und das ist auch ein großer Stress, sowohl für die Tiere als auch für die Mitarbeiter, die dort arbeiten, weil die unheimlich hygienisch arbeiten müssen, damit sie nicht von einem zum anderen Raum Krankheiten verschleppen. Eine provisorische Krankenstation ist in der ehemaligen Hausmeisterwohnung untergebracht. Die Küche kurzerhand zum Labor umfunktioniert. Die Isolierstation und die normale Unterbringung sind eigentlich zu dicht beisammen. Das Ansteckungsrisiko seitdem sehr hoch. Wir rechnen eigentlich mit mindestens 1 Million. Sie wissen, wie das mit Baukosten ist. Man fängt mal an zu planen und gerade im Moment weiß man gar nicht, wo man am Ende landet. Wir haben ja von der FAH ein wenig dazu bekommen. Das ist auch gar nicht so wenig. Das sind immerhin fast 400.000 Euro, die wir dank Einsatz der Grünen und der SPD bekommen haben. Aber das wird nur einen Minimalbeitrag ausmachen. Anfang diesen Jahres dann der nächste Schock. Die Mitarbeiter des Tierheims entdeckten Risse in der Hundesozialstation. Das Gebäude ist zwar noch nicht einsturzgefährdet, wird aber seitdem permanent beobachtet. Auch hier kann es sein, dass die Hunde von einem Tag auf den nächsten umziehen müssen. Die Hansestadt Hamburg ist gewachsen seit dem Jahr 2000. Das Tierheim ist seit dem Jahr 2000 nicht mehr gewachsen und in den letzten Jahren sogar noch dadurch geschrumpft, dass halt ein Gebäude geschlossen werden musste. Und wir können einfach nicht mehr die Tiere überall unterbringen. Wir haben selbst die letzte Besenkammer ist quasi besetzt. Wo sollen wir sie hin tun? Und dann müssen wir anfangen, Aufnahmestopps zu machen und Tiere, die vor der Tür stehen, abzulehnen. Eine Lösung hat die Stadt Hamburg schon vor einiger Zeit angeboten. Auf einer großen Freifläche an den Bahngleisen könnte man ja Container aufstellen. Ja, wir hatten uns sehr gefreut, als wir die Wiese bekommen hatten. Das war ja zumindest ein Teil unserer Forderung. Aber es wurde festgestellt, es gibt gar keine Baugenehmigung für diese Wiese. Das heißt, sie dürfen da im Grunde ein Zirkuszelt hinstellen. Das war es dann aber. Und ja, wir konnten mit der Wiese gar nichts anfangen. Wir hätten dort gerne was gebaut. Und dann haben wir über ein Jahr verhandelt. Und das Ergebnis ist jetzt, dass vermutlich zumindest Container dahingestellt werden können. Aber wie viele und wie die dann dahin kommen sollen, das ist immer noch nicht geklärt. Inzwischen ist die Baugenehmigung für die Container zwar erteilt, aber jetzt stellt sich die Frage, wer sich um diese Container kümmert. Weder das Tierheim noch die Stadt Hamburg wollen dafür bislang die Verantwortung übernehmen. Außerdem hat die Stadt Hamburg seit rund 10 Jahren ihre Zuwendungen für das Tierheim nicht erhöht, was aber längst überfällig wäre, so die Tierschützer. Von den 6 Millionen Euro, die das Tierheim jedes Jahr benötigt, kommen gerade einmal 2 Millionen von der Stadt Hamburg. Das Tierheim hat der Stadt inzwischen Daumenschrauben angesetzt. Es hat den Betreuungsvertrag für die Tiere der Stadt, immerhin 80% aller Neuzugänge an der Süderstraße, zum Ende des Jahres gekündigt. Und langfristig hoffen wir, dass wir ein neues Gelände von der Stadt mit einem neuen, schönen, tiergerechten Tierheim bekommen, wo die Tiere von der Hansestadt Hamburg auch wirklich so untergebracht werden, wie sie es verdienen. Mit der Vertragskündigung hofft das Tierheim, die Stadt zum Handeln zwingen zu können. Denn schließlich ist Hamburg darauf angewiesen, sichergestellte Tiere dort unterbringen zu können.